YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und der Sommeranfang liegt zugegebenermaßen schon gut einen Monat zurück, aber die meisten von euch werden vermutlich Sommerferien haben, was die Gelegenheit bietet, über ein ganz spezielles Thema zu reden, nämlich Sommertrends 2018. Wie ich bereits im letzten Video, nämlich dem Monthly Pickup Video bei euch angefragt hatte, war das Interesse bei euch ziemlich groß, deswegen haben wir uns jetzt hier in dieser neuen Location, zumindest für diesen Kanal, zusammengetroffen, um über genau das Thema zu reden. Schreibt mir mal direkt als erstes, wie ihr hier diese Location findet. Es wird vermutlich nichts Dauerhaftes sein, eher für den Vlogging-Kanal. Aber ich denke, gerade für diese Trend-Talks kann ich es mir auch vorstellen, mich hier zu platzieren. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und bevor wir das eigentliche Video anfangen, möchte ich auf jeden Fall den Hinweis geben, dass diese ganzen Sommertrends meine persönliche Meinung ist. Ich will euch damit nicht auf den Schlips treten oder euch vordiktieren, was ihr anziehen müsst. Tragt das, worin ihr euch wohlfühlt. Da versuche ich immer zu predigen und das wird immer das oberste Gebot sein. Nichtsdestotrotz wollten viele von euch dieses Video sehen und vielleicht ist das ja sogar was, was ich jede Saison machen sollte. Also als nächstes Trends für den Herbst, für den Winter und so weiter. Falls ihr das wollt, dann gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben. Dann werde ich versuchen, diesem Wunsch nachzukommen. Und schon wieder genug gelabert. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem ersten von den insgesamt 6 Trends, die ich für den Sommer 2018 rausgesucht habe, an. Den Anfang machen die sogenannten Hawaii-Hemden. Und hier habe ich irgendwie den Eindruck, desto hässlicher, umso besser. Ich denke, vielen von euch ist dieser Trend schon aufgefallen. Ich habe mir jetzt hier eins in einem Vintage-Laden gekauft, hat mich 35 Euro gekostet und hier finde ich auf jeden Fall cool, dass es ein ziemlich individueller Style ist. Das bedeutet, hier gibt es wirklich unzählige Farbvarianten, Muster, auf die man zurückgreifen kann. Und vor allem auch spannend bei der ganzen Sache ist, dass man nicht unbedingt irgendwie 800-900 Euro ausgeben muss, um so ein Hemd zu haben. Freunde, es gibt welche von Prada, keine Frage, die diese Preise verlangen. Aber vor allem, wie man auch bei diesem Hemd hier sieht, man kann hier schon relativ günstig dabei sein. Ich packe euch im Übrigen mal das ein oder andere Produkt unten in die Beschreibung. Falls ich da was finden sollte und diese Hemden, kann man einfach ganz normal mit einem Basic-T-Shirt darunter anziehen. Dazu vielleicht noch ein, zwei Ketten oder ein paar Ringe und schon hat man das richtige Outfit parat. Aber wer sagt, diese bunten Muster, die taugen mir irgendwie nicht so richtig. Für diejenigen gibt es sowas Ähnliches. Allerdings hier wesentlich schlichter, komplett in Schwarz, gibt es auch in Grau, Blau und so weiter. Dieses Kurzarmhemd ist von Dickies, kostet 35 Euro. Hatte ich auch schon in einem meiner Instagram-Bilder kombiniert. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das an dieser Stelle sehr, sehr gerne machen. Aber ansonsten kann ich euch auch zu diesem Hemd, wie zu fast jedem Produkt, was ich euch heute in diesem Video zeige, wie bereits gerade schon erwähnt, einen Link unten in die Beschreibung packen. Machen wir weiter mit dem zweiten Trend, den man meiner Meinung nach immer häufiger sieht, nämlich tonale Outfits, also Outfits, die in derselben bzw. in einer ähnlichen Farbe gehalten sind. Ich meine jetzt nicht dieses typische All Black, wo man komplett schwarz anzieht, sondern vor allem helle Farben wie Beige, Weiß oder Hellblau. Wo man das gut erkennen konnte, war bei der ersten Kollektion von Virgil Abloh für Louis Vuitton. Da gab es wirklich viele Outfits, die komplett in demselben Farbton gehalten wurden. Was ich euch als Tipp geben kann, ist, dass ihr nicht zu verkrampft seid. Das bedeutet, falls die Farben nicht 1:1 zusammen matchen, dann ist das nicht so schlimm und kann meistens mit einer dritten Farbe, die man dann noch hinzufügt, ausgeglichen werden. Und hier und da könnt ihr selbstverständlich auch ein paar Farbakzente durch irgendwelche Socken oder Taschen oder sonstige Accessoires in den jeweiligen Kombinationen einsetzen. Als drittes vielleicht etwas, was vermutlich einige von euch in der letzten Zeit schon häufiger gesehen haben, nämlich gestreifte Klamotten. Und zwar nicht senkrecht, waagerecht, ne, senkrecht. So, senkrecht gestreift. Hier hätten wir als Beispiel diese Hose von Zara. Aber ich habe hier noch anderen Stuff mitgebracht. Hier wieder eine Hose, ebenfalls gestreift, dieses Mal mit 3 Farben. Aber auch Hemden oder T-Shirts können diesen Sommer durchaus gestreift sein. Seid allerdings ein bisschen vorsichtig und versucht nicht zu viel gestreifte Sachen in ein Outfit zu packen. Ich will jetzt nie im Leben dieses Hemd mit der Hose anziehen. Obwohl, geht das? Gibt es im Übrigen auch hier als Kurzarmhemd oder eben als T-Shirt. Als viertes hätten wir einen Trend, der jetzt wirklich schon länger angesagt ist
und auch schon länger anhält. Ich rede von den Socken. Und nein, ich trage nicht erst seit kurzem Socken, ich habe auch vorher Socken getragen, sondern ich rede wirklich von gezielten Farbakzenten, die eben durch Socken erreicht werden. Hier hätten wir eine lachsfarbige Variante, hier weiß mit Türkis. Da ist eurer Kreativität wirklich frei im Lauf gelassen. Aber was ich wirklich nochmal explizit erwähnen möchte, ist, dass vor allem mit einer kurzen Hose die Socken gut in Szene gesetzt werden können. Viele sagen ja immer, kurze Hosen, da fühle ich mich nicht ganz drin wohl. Ich glaube, das könnte eine Alternative für euch sein, wie man vielleicht doch kurze Hosen, vor allem bei über 30 Grad, anziehen kann. Diese Kombination mit kurzer Hose und hochgezogenen Socken kommt ja vor allem aus LA, da hat man das in letzter Zeit häufiger gesehen, aber jetzt auch akut hier bei uns in Deutschland habe ich das bei dem einen oder anderen gesehen. Ich habe jetzt meine hier für 6 Euro bei Adidas gekauft, auch hier kann ich euch nochmal versuchen, das ein oder andere Produkt unten in die Beschreibung zu packen. Ansonsten, falls ihr nochmal ein separates Video haben wollt, wo ich euch explizit Kleidung für den Sommer 2018 zeige, dann schreibt den Hashtag extra Video gerne unten in die Kommentare. Dann versuche ich da einfach nochmal das ein oder andere zu sammeln und euch vorzustellen. Ein Trend, den vermutlich jeder von euch mitbekommen hat, sind die Umhängetaschen, die man sich hier so um die Schulter klemmt. Das haben wir jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufig gesehen und auch das kann man 2018 im Sommer immer noch anziehen. Es ist einerseits sehr praktisch, weil man da einfach nochmal sein Handy, Sonnenbrille und sonst was verstauen kann. Und es kann auf jeden Fall auch noch sehr, sehr gut aussehen. In letzter Zeit hatte ich ja häufiger hier diese Supreme-Tasche um. Aber was mir aufgefallen ist und warum ich das hier nochmal erwähne, ist, dass diese Taschen immer außergewöhnlicher werden. Anfangs waren es wirklich diese typischen Shoulderbags aus den 90ern und mittlerweile gibt es da wirklich unzählig viele Varianten. Ich habe euch ja mal hier eine ziemlich extravagante rausgesucht, nämlich diese Bauchtasche in diesem SWAT-Einheit-Look. Kann man sich einfach überstulpen und einem eher schlichten Outfit nochmal so einen Hingucker geben. Kostet 25 Euro, ist mit Sicherheit nicht etwas für jedermann, aber ich feiere es brutal. Alternativ kann man auch so welche Holster nehmen, wo man eigentlich die Pistole als Polizist versteckt. Auch da muss es nicht irgendein Ding für 150 Euro sein, sondern in einem Military-Shop kriegt man die wirklich für 20, 30 Euro. Auch da versuche ich euch nochmal den einen oder anderen Link unten in die Beschreibung zu packen. Als nächstes hätten wir die Kombination aus weißen Tennissocken und Sandalen. Die sogenannten Pantoletten sieht man in letzter Zeit auf Instagram wirklich sehr, sehr häufig. Da gibt es welche von Prada für 400 Euro oder auch sehr beliebt die von Palm Angels für knapp 300 Euro. Auch hier wirklich ein sehr teurer Spaß, womit ich mich irgendwie nicht ganz anfreunden kann. Also ich werde das vermutlich eher weniger anziehen. Dennoch wollte ich diesen Trend in dieses Video reinpacken und meine subjektive Meinung ein bisschen ausblenden. Ich werde vermutlich eher auf die Badelatschen zurückgreifen. Hier habe ich ja meine von Gucci und da kann man die auch gerne mit Socken kombinieren. Aber diese Sandalen, ich weiß nicht, irgendwie feiere ich das nicht so. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es müssen im Übrigen auch keine von Gucci sein, falls ihr ebenfalls diesen Sandalentrend nicht so feiert und eher auf die Badelatschen zurückgreifen wollt. Da reichen auch ganz normale Adiletten für 30 Euro. Schreibt mir mal gerne als Question of the Video in die Kommentare, ob ich euch nochmal einzelne Produkte in einem separaten Video auflisten sollte, die meiner Meinung nach für den Sommer 2018 relevant sind. Falls ihr das wollt, Hashtag extra Video in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Draußen ist es 30 Grad und ich habe einen dicken Pullover an. Gut gemacht, Patrick. Du bist wenig am Schwitzen.